Los! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Mal wieder Samstagabend, Verantwortungstreff. Oder Samstalk, wie wir es nennen. Älteste Talkshow von Schenker Bewegung seit wenigstens 10 Jahren. Sinn der Sache ist, dass wir einmal in der Woche dann so auftauchen aus dem Fluss des Lebens und uns die große Verantwortungsfrage stellen. Und ja, das ist bestimmt lohnend, da mal sich so einen Blick sozusagen, aus, wo man aus der Wasseroberfläche mal rausguckt, um das von außen auch sich anschauen zu können, was da alles fließt. Wir haben hier ein Kernteam mittlerweile, seit etlichen Monaten jetzt. Das besteht vor allem aus dem Dylan und mir. Und dann sind da einige andere noch, also die öfters da sind, und Besucher können jederzeit dazukommen. Also ihr könnt euch alle gerne mit einklinken. Wir gehen technisch so vor, dass wir das nach der Form des Redekreises machen, also geben den Staffelstab des Sprechens sozusagen von einem zum anderen weiter, mit einer bestimmten Redezeit, meistens so 4 Minuten. Der Dylan misst die Zeit und macht ein Piep, 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 wenn die Zeit abgelaufen ist. Vielleicht. Oder wenn man so allmählich zum Ende kommen sollte, ja. Ja, genau, dass man seinen Gedanken dann abrundet und langsam fertig wird. Und zum Rahmen noch, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Wir verstehen diesen Talk als etwas ganz Besonderes, weil er ein Ort echter freier Argumentekultur sein soll. Und auf diese Weise ist das auch die hauptsächliche Lebenswurzel von einer echt tragfähigen Kommuneentwicklung. Also wir sehen uns als einen virtuellen Kern oder Keimling für Kommuneentwicklung oder auch einer Kommune direkt miteinander. Und da ist es so, dass wir auch anbieten, der Dylan hat da eine schöne Anzeige geschaltet, wo wir anbieten, auch da Supervision zu machen für Leute, die in diese Richtung, in Richtung so einer Wurzel für Kommuneentwicklung sich auch entwickeln wollen. Und wenn ihr über das Talken hier hinaus auch in schriftlicher Form in die Breite und Tiefe gehen wollt, dafür haben wir als Ergänzung unser freies Argumentekulturforum www.freie-argumente-kultur.de. Ja, das sei es. Und ich würde sagen, dann gebe ich für den ersten Redebeitrag an den Dylan. Ja, und ich habe natürlich immer parallel dazu für die Zuschauer die entsprechenden Bilder eingeblendet, sodass das Forum jetzt auch gerade im Bilde ist, ne? Ja, und dann beginne ich mal mit meinem ersten Beitrag. Und zwar, ich kann ja nicht mehr tun, ich will ja nicht ständig darüber verzweifeln, dass ich fürchte, dass vielleicht die Menschheit uns gar nicht verstehen kann, weil wirklich Kompetentes einfach so schwer zu verstehen ist. Und aber ich kann doch nichts anderes tun, als einfach zu versuchen, ob mich nicht doch jemand versteht. Und deswegen sage ich jetzt, was ich glaube aus naturwissenschaftlicher Sicht. Wir haben ja hier die erfreuliche Situation aus meiner Sicht, dass ich hier den Weltrat und die Next Scientists for Future und damit die Weltspitze des naturwissenschaftlichen Denkens vertrete, die Weiterentwicklung von dem Richard Dawkins, dem weltweit wichtigsten Denker, wie es bei Wikipedia heißt, mit seinem, und die Royal Society hat ja über ihn gesagt, das wichtigste, wie sagt man das? Das weltweit inspirierendste wissenschaftliche Werk aller Zeiten. Und wir sind halt die Weiterentwickler, also so, dass wir sicher sein können, wir haben die Weltspitze des naturwissenschaftlichen Denkens, wir haben die Spitze geisteswissenschaftlichen Denkens hier mit dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner da. Und mein Argument ist folgendes, naturwissenschaftlich gesehen. Die Marktwirtschaft ist ein alles ruinierendes System. Wir haben sie erfunden vor 400, 300, 200.000 Jahren und das war die größte Menschheitsdummheit aller Zeiten. Das war eigentlich
Der Fehler ist eigentlich der aus naturwissenschaftlicher Sicht, die Bonobos haben die Gnade des kleinen Gehirns, des relativ kleineren Gehirns. Dadurch konnten sie den Tauschhandel und die Marktwirtschaft nicht erfunden und die können froh sein, dass sie ihn nicht erfunden haben. Denn bei uns war das Gehirn groß genug, die Marktwirtschaft zu erfinden, aber viel zu klein, um zu verstehen, wie gefährlich sich das entwickeln würde, dass diese Marktwirtschaft zum Kriegstreiber, zum Weltkriegstreiber würde, zum Erdzerstörer und zu allem anderen wird. Und dass das automatisch in der Marktwirtschaft drinsteckt. Und wo steckt es drin und wie steckt es drin? Ich zeige mal hier, ach nee, ich bleibe bei den Bildern. Ich zeige mal den Leuten von den Bildern her, wo steckt es drin? Ich kann ja nicht mehr machen, als es zu versuchen, dass es irgendwann doch der eine oder andere noch richtig versteht. Ich habe jetzt dieses Bild hier vor Augen der Evolution, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik. Und da ist eben das Phänomen wirklich, dass in der Marktwirtschaft leider der wahrheitsorientierte Früharzt und Frühhändler auszusterben droht und auskonkurriert wird durch den Früharzt und Frühhändler, der sich aus Versehen irrt. Ja? Also noch einmal, weil das auch so wichtig ist, die Bonobos, bei denen ist ja alle Gewalttaten, die seltenen Gewalttaten, die die Bonobos auch noch tun, die beruhen ausschließlich auf ihrer DNS und ihrem Genom. Ja? Und Bonobos, Professor Volker Sommer, hat ja geschildert, dass es sogar vorgekommen ist, jetzt mal in einer Bonobo-Gruppe, dass eine Gruppe von Frauen einen schwierigen Mann getötet hat. Ja? Rausgeschmissen hat. In der Natur stirbt er ja dann automatisch. Aber in diesem Fall im Rahmen eines Zoos wird er dann schwerst verletzt oder gar direkt getötet. Also das heißt, in Ausnahmesituationen können auch Bonobos noch gewalttätig sein, weil, wenn die DNS-Programme entsprechend angesprochen werden. Aber die Marktwirtschaft sozusagen produziert vorteilbringende Irrtümer und zerstört so alles. Ja? Das heißt also, durch die Irrtümer wie zum Beispiel Sprüche, alles, was euch bisher glücklich gemacht hat, ist eigentlich schlecht für euch. Und wenn die Leute das glauben und dann ihre Glücksquellen nicht mehr leben, dann wird der Frühhändler belohnt durch einen ins Maximale gesteigerten Konsum und ein maximal gesteigertes Kaufverhalten, weil die Leute jetzt zur Ersatzbefriedigung neigen. Ja? Und an diesem Bereich mache ich nachher weiter, dass ich also erkläre, warum die Marktwirtschaft notwendig unser aller Leben zerstören muss und die Erde zerstören muss, weil sie eine schlechte Mechanik ist, eine schädliche Mechanik ist. Ja? Und ich gehe ja sogar so weit, dass sie sogar unsere natürliche Kommunenlebensweise, unsere Gemeinschaftslebensweise zerstören musste, weil wir darin viel zu glücklich waren und zu wenig gekauft haben. Ja? Und ich gebe weiter an Öff für seine erste Runde. Ja, danke schön. Ja, wir haben ja die letzten Male schon zum Teil ziemlich intensiv darüber geredet, was ist es, was die Menschen so bindet, dass sie sich nicht mit auf den Weg machen wollen, einfach ganz offen und im großen Horizont oder im Zusammenhang darüber nachzudenken, wie man sinnvoll und verantwortlich leben kann. Also sozusagen, wir stehen vor einem großen Puzzle der Welt. Was hindert uns zumindest zu versuchen oder zu sagen, dass es gut wäre, danach zu gehen, jetzt wenn wir da Teilchen packen und aneinandersetzen, dass es dem Gesamtmotiv bestmöglich entsprechen soll, statt dass wir da Teilchen rausreißen und zurechtschnibbeln oder Ecken abbrechen,
und das dann so zusammensetzen, wie uns das vielleicht gefallen kann. Ja, da haben wir schon einige wertvolle Gedanken geäußert und ich will das dann deshalb eher dahin verweisen, wenn sich das jemand nochmal anschauen will. Es ist jedenfalls erschreckend. Wir Menschen könnten uns schon wirklich Gedanken darüber machen, wie kann es denn im Ganzen verantwortlich laufen? Und wir machen es nicht, weil wir so süchtig sind nach irgendwelchen anderen Splitterkram. Und deshalb rennen wir eher auch weg, wenn wir auf Menschen treffen, die sagen, kommt jetzt, lasst uns die Dinge nochmal im Zusammenhang sehen. Lasst uns mal gucken, wo hat alles Einzelne jetzt so seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen? Wo können wir das verantworten, auch gegenüber den Kindern der Zukunft und so weiter? Nein, also schon das Nachdenken ist etwas, wo sie dann wegrennen und lieber sagen, das stört mich zu sehr, das kommt mir in die Quere mit meinen Splitterplanungen fürs Leben. Darüber haben wir da schon viel gesprochen. Hört euch das an nochmal, liebe Zuschauer. Und wenn ihr da Fragen habt, ne, kommt hier mit rein in den Talk und lasst uns alles, was euch dazu einfällt. Oder wenn ihr denkt, wir sehen da irgendeinen entscheidenden Schlüssel vielleicht noch nicht so gut, dann kommt halt her und redet mit uns darüber, damit wir das sehen. Ansonsten bin ich der Auffassung, wir haben das schon damit einigermaßen treffend erfasst, den Kern. Splittersucht statt Gesamtlogik oder Gesamtsinn. Und ich habe mich ja selbst in meinem Leben zum Versuchskaninchen dafür gemacht. So mit 13 Jahren habe ich das erkannt, dass ein Mensch sich da ganz unterschiedlich orientieren kann und dass ich mich für den Sinn im Ganzen orientieren will, egal ob die anderen das mitmachen oder nicht. Die können sich auch für ganz anderes orientieren. Die können am Wochenende gerne ihr Auto putzen oder Rasen mähen oder leben für die Fußballtabelle oder was auch immer. Können die alles machen, aber mir war klar, ich will mich so gut wie möglich nach dem Sinn im Ganzen orientieren, organisch denken, wie ich das nannte, also immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Ja, und das führt mich jetzt heute dazu, dass ich versuche, andere Menschen auch zu dieser Grundweichenstellung zumindest zu bringen. Also wir wollen offen miteinander denken und kommunizieren, möglichst die Argumente prüfen für den Sinn im Ganzen. Und deshalb habe ich ja die Schenker-Bewegung gegründet, deren einziges Grundprinzip, also tiefstes Grundprinzip ist, wir versuchen als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam zu planen in freier Argumentekultur. Das hat mich zu vielen radikalen Konsequenzen geführt. Ich bin ja ausgestiegen aus dem Staats- und Geldsystem und so weiter. Tauschen nur noch liebevoll Geschenke mit anderen Menschen aus, in globaler Liebe oder eben halt so, wie es dem Fluss im Ganzen bestmöglich dienen kann. Ist heute ungewöhnlich leise, vielleicht ein bisschen lauter? Ja, ich komme mal näher ran jetzt noch so, vielleicht ist es dann besser. Ja. Ja, und dann jetzt konkret sage ich noch, weil im ersten Beitrag sage ich immer so ein bisschen auch was zum Stand der Dinge. Ich glaube, also seit 30 Jahren bin ich dabei, mit anderen Menschen, die ich vielleicht zu dieser Verantwortungsorientierung gewinnen kann, Kommuneversuche zu machen. Ganz toll, dass der Dylan übrigens in Köln auch seine Wohnung als einen solchen Kommune-Keimling versteht. Und im Moment sehe ich da als ganz, ganz wichtig auch die Corona-Problematik an, weil ich glaube, dass das so ein Spitzenauslöser sein kann, der dazu führt, dass wir vielleicht dann unwiederbringlich in die digitale Willkürdiktatur wegrutschen. Und so versuche ich, meine anderen Kommune-Keimlinge ja auch mit am Leben zu halten. Also in Hessen haben wir hier das größte Netzwerk davon, 5-6 Projekte so im Umkreis hier. Aber ich sehe, dass als ein besonderer Anspruch auch im Raum steht, der Corona-Entwicklung oder der Entwicklung halt zu dieser digitalen Willkürdiktatur eine hochgeschraubte, gewaltfreie Gegenstrategie entgegenzusetzen. Dafür habe ich in meinem Weckruf, den ich zu Weihnachten verschickt habe und den ich jetzt auch immer weiter verschicken werde, an dem ich auch noch feile, so inhaltlich, habe ich eine argumentative Basis geschaffen, mit der ich nun auf jeden Fall in den nächsten Monaten überwiegend arbeiten werde. Und das läuft darauf hinaus, dass wenn ein Mensch so weit geht, dass er sagt, egal worin ihr die Gefahr jetzt seht, dass ich euch zu gefährlich anstecken oder das Gesundheitssystem zum Zusammenbrechen bringen könnte,
Ich bin bereit, in allseits abgesprochener, ausreichend sicher erscheinender Weise auch in eine Absonderung zu gehen. Ich nenne das Reservate für natürliche und freiwillig gesamtverantwortliche Menschen. Was man sowieso bräuchte, ne? Wie gesagt, seit 30 Jahren setze ich mich da eh für ein, weil wir ganz neue Entscheidungsstrukturen brauchen. Und die können wir nur mit Leuten bilden, die das überhaupt auch wollen, also die das verstehen und wollen. Also wir brauchen da solche Keimlinge aus Menschen, die das verstehen und wollen. Und ja, da bin ich dabei, ein Reservat in Berlin auch am Leben zu halten. Das Zeltcamp, was die Querdenker im August 2020 angefangen haben. Und sage allen Leuten, also entweder geht direkt damit hin, also so in gemeinsamer Abstimmung miteinander, gemeinsamer Kommunikation, ne, dass man das gemeinsam so geplant durchführen kann. Oder kommt auf jeden Fall jetzt in solche anderen ganzheitlichen Lebensformen, weil für kleineren Splitterkram ist die Situation zu fortgeschritten. Also das wäre schon ganz toll, wenn wir jetzt diese Schwelle zumindest schaffen, egal wie konsequent die auch ist, die Schwelle in solche ganzheitlichen Lebensexperimente, auch gemeinschaftlichen Lebensexperimente. Okay, soweit mein Eingangsstatement, dann gebe ich wieder an den Dylan. Ja. Ja, und ich habe ja auch sozusagen meine Patientenverfügung schon fertig geschrieben, sozusagen, die auch so mit diesem Reservatgedanken dann endet, ne? Aber ich bleibe jetzt mal noch konsequent dabei zu sagen, wo die Lösung ist. Also du hast ja vor, Öffert hat ja gerade eben angesprochen, dass diese Splittersucht, ja, ich würde sagen, was ist der Grund für diese Splittersucht? Der Grund für die Splittersucht, den sehe ich darin, dass die Leute einfach definitiv nicht verstehen, dass das Rumdoktern an irgendwelchen Symptomen dieser Gesellschaft gar nichts bringt. Und die Leute sind nicht hier, weil sie nicht verstehen, dass wir hier sozusagen ja eigentlich die Tür aufmachen können zu einem viel, viel besseren Leben, sondern die Leute sind ja deswegen heute nicht hier, sondern woanders, weil sie dort sich mehr Glück und mehr irgendwie was Besseres versprechen als hier. Und das liegt daran, weil sie nicht verstehen, dass dieser Weg entweder auszusteigen in die Kommune, zum Beispiel in die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd oder in eine der 10 Locations, die ÖFF zur Verfügung hat, sozusagen, dass nur dort eine Entwicklung hin zu einem wahren menschlichen Leben möglich ist. Oder eben in dem vollen Argument, Engagement für die FRAG-Partei, die Freie Argumente Kulturpartei, Partei des Gemeinwohls PDG. Ne? Und weil die Leute das nicht verstehen, sind sie nicht da. Die sind ja nicht böswillig, sondern sie verstehen es nicht. Das heißt, wir haben seit 400, 300, 200.000 Jahren das Phänomen, dass wir in der Marktwirtschaft leben und der Großteil der Menschen gar nicht versteht, wie schrecklich diese ist und was die alles kaputt macht und dass es eben gar kein Leben gibt. Ja, die Leute, die heute Abend nicht hier sind, die denken ja, dass sie ein gutes Leben schon hätten und deswegen sind sie jetzt irgendwo anders unterwegs. Irgendwo im Rahmen dieser Gesellschaft unterwegs. Und sie verstehen nicht, dass diese Gesellschaft Müll und Plunder ist von der Lebensqualität her. Ich sage immer so, alles, was ich bis jetzt gelebt habe in dieser Marktwirtschaft, war kein Leben. Das war ein Dahinvegetieren. Und ich erkläre es jetzt nochmal anhand dieses Schaubildes, das ich immer noch aufhabe, nämlich, die Marktwirtschaft ist eine so teuflische Erfindung der Menschheit, und wir haben nie begriffen, und das ist das, was die Leute nicht verstehen, bis jetzt nicht verstehen, dass sie nicht verstehen, ich muss raus in die Kommune, ich muss raus in die Gemeinwohlwirtschaft, weil die Marktwirtschaft einfach diesen Mechanismus hat. Wenn sich ein Mensch irrt, zum Beispiel, wenn er glaubt, dass Zucker, Glyphosat, Pestizide, Fungizide
und Konservierungsstoffe und Farbstoffe und all diese Dinge absolut harmlos sein, dass wenn er das wirklich glaubt, dass er dann unheimlich erfolgreich werden kann, weil er dann Nahrung unheimlich billig herstellen kann und chemisch sogar vielleicht künstlich sogar super Geschmäcker erzeugen kann, die die Leute reinlegen und austricksen, die Geschmacksknospen der Leute täuschen und austricksen. Es schmeckt super, ruiniert aber die Gesundheit und den Körper. Aber trotzdem kann genau der, der diesen Irrtum im Kopf hat, genau der, der sich irrt, wird nicht abgestraft, sondern in der Marktwirtschaft fürstlich belohnt für seinen Irrtum. Denn er wird Marktführer werden, gerade weil er diese Betrugsnahrung entwickelt hat, diese Täuschungsnahrung, die lecker schmeckt, aber krank macht und tot macht, ja, und tötet. Ja, Krebs erzeugt und was auch immer erzeugt. Und da, gerade weil er den anderen schadet, kann er in der Marktwirtschaft ganz viele Nachkommen ernähren und zieht eine ganze Dynastie hoch sozusagen. Und dann findet er auch noch lauter Schüler, die seine erfolgreiche Geschäftsstrategie mit seinen vorteilbringenden Irrtümern übernehmen und dann auch an Universitäten und Akademien diese lehren. Und das ist das, was die Menschen nicht verstehen. Die verstehen nicht, dass es in der Marktwirtschaft noch nie ein Leben gegeben hat und nie ein Leben geben wird. Und die sind aber jetzt nicht hier, weil sie eben irgendwo noch glauben, dass das Leben in der Marktwirtschaft doch gar nicht so schlecht sei, gar nicht so übel sei. Ja? Und das ist das Dilemma. Und da muss ich nachher dann wieder weitermachen. Ja, ich gebe wieder weiter an Öff Öff. Und ja, Öff Öff ist dran. Ja, danke dem. Ja, man kann sogar sagen, also auf der einen Seite gibt es Ja, wieder schön nah dran, ne? auf der einen Seite gibt es die, die wirklich jetzt einfach denken, sie haben schon ein gutes Leben, also auch normal bürgerlich angepasst leben und die auch gar nicht jetzt irgendwie sich als alternativ verstehen, die in dieser Irrtumswelt, in dieser Splittersucht so gefangen sind. Aber auch die Alternativen, warum sind da jetzt nicht viele hier, um mit uns so den Blick auf den Gesamtzusammenhang zu richten? Vorhin war es lauter. Ja, ich bin jetzt ganz nah dran so. Also auch diejenigen, die hingehen und sich als Alternative verstehen, wollen in der Regel auch irgendwelche Lieblingssplitter des Alternativseins sich nehmen, irgendwelche Einzelaspekte. Und wollen aber den Gesamtzusammenhang eben auch nicht anschauen, weil das einfach zu unangenehm wird, weil sie dann an die Strukturfragen kommen, die ihnen ihre etablierte bürgerliche Existenz, so in der Form, wie sie die aber suchtmäßig haben wollen, nicht möglich macht. Ich veranschauliche das nur, weil wir haben das auch in früheren Sendungen schon des Öfteren beschrieben, man findet es im Forum in vieler Hinsicht, aber nur ganz kurz. Es sei jetzt so veranschaulicht, Was sagst du dass zu meiner Idee, dass die Leute das einfach nicht verstehen, dass sie einfach nicht so tief das durchdringen? Naja, ich glaube, dass sie es verdrängen, weil wenn ich nur etwas nicht weiß, dann kann ich ja neugierig sein, ne? Ich kann mich darauf einlassen. Und ich glaube, das, was ich jetzt beschreibe auch, ist so einfach, das würden sie verstehen. Also wenn ich Mitglied einer großen Mafiabande bin, wo die Organisation hingeht und am Tag 30 tötet und abends die Beute verteilt, dann kann ich nicht sagen, ja, das ist so und da bin ich auch mit beteiligt, ich bin da verstrickt, das ist auch meine Lebensgrundlage, diese Organisation, und die handeln auch in meinem Namen und Auftrag, ne, so treten die auf und ich kann schon froh sein, wenn die nicht kommen und sagen, hier, du hast nicht nur Schutzgeld zu zahlen, sondern du musst jetzt hier auch mitgehen und denen da drüben zusammenprügeln oder wir müssen jetzt hier losziehen, um die Konkurrenzmafia-Organisation niederzumachen. Also da kann ich schon froh sein. Ansonsten lebe ich da in dieser Mafia-Organisation und ich will aber alternativ sein. Ich gehe hin und habe schon meinen Ökogarten oder ich mache Recycling und ich meditiere ständig und ich singe Mantren und was weiß ich alles.
da würde niemand sagen, dass dieser Mensch ernsthaft mit seiner Situation umgeht, sondern er beschäftigt sich mit irgendwelchen Ablenkungs- oder Feigenblattaktivitäten, die verdecken, dass seine Grundstrukturen viel zu verbrecherisch sind, als dass er sie verantworten könnte. Er müsste eigentlich diese Grundstrukturen thematisieren und verändern, aber das will er nicht, da weicht er vor aus. Und es ist auch keine kindliche Neugier, unschuldige Unwissenheit, die er da hat, sondern wenn jemand kommt und sagt, hier, guck mal hier, jetzt ist ganz wichtig, komm mal her, ich habe dir was ganz Wichtiges sein, läuft er weg, wenn er merkt, worum es geht. Und da muss man schon sagen, das ist nicht eben jetzt einfach nur Nichtwissen oder ja eine Situation, die man auch mit so einer kindlichen Neugier behandeln würde. Da ist ein Verdrängungsmotiv, ein wissendes Verdrängungsmotiv, zumindest in gewissem Anteil, existent und wirkt sich so aus. Und man kann jetzt könnte man ja sagen, okay, ist aber auch vielleicht gar keine Mafia-Bande, ne? Also da, liebe Leute, wenn ihr wirklich bereit wäret, diese großen Zusammenhänge, diese Strukturgrundlagen mit ins Auge zu fassen, dann, und ich mache es wieder ganz kurz, dann müsst ihr sehen, ihr habt euch in eurem Leben bisher noch nie wohl mit dem Grundbegriff von Verantwortungsreife beschäftigt. Da gibt es sogar ein wissenschaftliches Konzept für, das sogenannte Post-Conventional Level. Und das bedeutet vor allem, dass man nirgends blind hinterherrennen darf, sondern bei allem die Frage stellen muss, ist das aufs Ganze gesehen verantwortbar? Also kann ich zu den Folgen verstehen? Und zwar natürlich so weit, wie die Folgen reichen oder auch reichen könnten, weil unterlassene Hilfeleistung auch nicht okay ist. Das heißt, ich müsste, bevor ich irgendwas mitmache, auch Gesetze oder Autoritäten, müsste ich diese Verantwortungsprüfung durchführen. Und mich fragen, kann ich zu den Folgen stehen? Entspricht das auch Grundwerten, wie jetzt zumindest schon mal Menschenrechten oder so etwas? Und das würde sofort dazu führen, dass man sich dann auch die Frage stellen muss, ja Moment, wie ist das denn mit meiner Lebenssituation? Habe ich da meinen Steuerruder überhaupt in der Hand, dass ich da jetzt solche Prüfungen machen kann und mich danach auch richten kann? Oder sagen andere, nö, du kannst jetzt denken und prüfen, was du willst, aber du bist hier in einer Maschinerie mit drin, einer Gesellschafts-Megamaschine. Und da hast du so funktionieren und wir sehen das sogar so, dass du uns hier eben den Auftrag gibst und dass wir das in deinem Namen alles machen dürfen. Und wie dir, du denkst dir, dass das nicht so wäre. Also so werden wir im Prinzip behandelt und der Staat hat uns seit der Kindheit in dieser Weise das Steuerruder schon abgenommen oder demjenigen, der da Staatsbürger ist. Und wenn man sich sagt, darf ich mein Steuerruder abgeben? Also wenn ich selbst verantwortlicher sein will, darf ich mein Steuerruder abgeben an Menschen, die mich vorher nicht richtig gefragt haben, ob ja oder nein, und die mich nicht mit Verantwortungsgründen, also globalen Verantwortungsgründen, soweit sie die Folgen reichen, überzeugt haben. Und das sind keine zu schweren Gedankengänge. Und dann weiß man, es reicht nicht, wenn ich mich im Garten um meine Kräuter kümmere oder was auch immer. Aber das will man ja eben nicht an sich rankommen lassen. Weil dann könnte man nicht so weiter wirtschaften mit den Feigenblattaktivitäten und der Anpassung im Wesentlichen. Also in dieser Hinsicht hatte Adorno nicht Unrecht. Wir haben das genau betrachtet, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Oder Dylan hat in unserem Vorgespräch zum heutigen Abendtalk gemeint, da gibt es ja so einen Spruch, den ich oft verwende. Also wir sind so sehr mit dem Aufwischen von Wasserpfützen beschäftigt, dass wir leider nicht dazu kommen, den Wasserhahn zuzudrehen. Den, an dem wir selber mit dranhängen, ne? Oder mit dieses Rohr bilden, aus dem das Wasser strömt. Gut, das mal dazu und beim nächsten Mal würde ich dann jetzt sagen, wenn wir diese Problematik so sehen, da habe ich mir im Dillen auch, bevor wir jetzt heute Abend da sind, drüber geredet, wie können wir denn konkret dann eben am besten weitermachen, also auch nicht nur wiederholen, was ihr aus den letzten Sendungen und schon seit aus vielen Sendungen kennt, wie können wir immer weiter vorwärts denken jetzt in den konkreten praktischen Dingen, dass wir aus dieser scheinbaren Ohnmacht und Wirkungslosigkeit, in der wir ja auch ein Stück weit stecken, weil die anderen rennen alle immer schnell genug weg, sodass wir hier alleine sind, gerade wenn sie wissen, worum es geht. Also wie können wir da Schritte jetzt machen, die am besten doch was richtig aufknacken können? Damit gebe ich wieder weiter an den Dylan. Ja, genau. Und meine Idee war ja dann auch gewesen,
Vielleicht eben solch einen Zukunftskongress der runde Tisch mit dem Anwalt der freien Argumentekultur, Diplom-Theologe Jürgen Wagner. Ja, aber ich bleibe, im Moment bin ich immer noch doch überzeugt, dass das größte Problem ist, dass die Leute einfach es nicht verstehen. Dass es vor 400, 300, 200.000 Jahren schon das Problem war, dass die Menschen es nicht verstanden haben, wie schädlich die Marktwirtschaft ist. Ja? Und jetzt sage ich mal, ich vermute sogar, dass jemand vielleicht jetzt gerade in Wirklichkeit denkt, was soll denn das? Ist doch Quatsch. Der Händler, der Supermarktleiter, der kann doch nicht mein Leben unglücklich machen. Natürlich wäre theoretisch. Könnte er natürlich mehr Profit machen, wenn er mir alles Lebensglück raubt, weil ich dann süchtig werde nach Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter. Aber das kann er doch gar nicht tun, das kann er doch gar nicht. Naja, wenn die Leute mal wenigstens so antworten würden, dann könnte ich ihnen nämlich jetzt direkt sagen, ja, leider eben doch, weil wir haben eine Evolution, die wir heute ja in der Vollendung sehen. Die Supermarktkette Rewe zum Beispiel gibt ihre Werbespots an irgendwelche Fernsehsender. Edeka, Rewe, was auch immer, ja? Und jetzt ist es eben so, dass da nicht Rewe hingeht und sagt, bitte, bringt jetzt mal ein Fernsehprogramm, bei dem ihr die Menschen so manipuliert, dass sie Angst bekommen, ihre Glücksquellen noch zu leben, manipuliert sie mal gefälligst dazu, dass sie ihre Glücksquellen unterdrücken, damit sie bei uns beim Rewe mehr einkaufen. So ist es nicht. Sondern es reicht das Phänomen der parallelen Evolution. Es Fernsehsender, die zufälligerweise in ihrem Programm Inhalte haben, die unser Glück unterdrücken, uns tendenziell singen, tanzen, musizieren, Massage, Körperkontakt, Streicheleinheiten, Liebe, Sexualität wegmanipulieren und wegreden. Solche Sender, wenn solche Sender die Werbespots von Rewe oder von einer Supermarktkette bekommen, dann passiert ganz automatisch, ohne Bewusstheit etwas. Nämlich das, dass das Glück unterdrückt wird und die Leute automatisch Ersatzbefriedigungen zu kaufen neigen und rüberrennen zum Rewe, wie ich das so oft tue, und sich irgendeine Konsumsuchtquelle kaufen. Und dann verdient Rewe gutes Geld und genau dann kann Rewe einen größeren Marketing-Etat verwenden und kann noch mehr Werbegelder in diesen zufällig glücksunterdrückerischen Fernsehsender schicken. Und das verstehen die Leute nicht, dass da niemand hingehen muss, etwas absichtlich tun muss, sondern dass diese parallelen Evolutionsprozesse so verlaufen, dass die Fernsehsender, bei denen zufällig ein Programm gemacht wird, das glücksfeindlich ist, wirkt, dass das automatisch dazu führt, dass man mit der Zeit immer mehr Werbegelder von immer reicher werdenden Werbekunden, wie zum Beispiel Nahrungskonzernen, bekommt. Und da ich solche Zusammenhänge verstehe, sage ich, die Marktwirtschaft reizt mich gar nicht. Nichts in der Marktwirtschaft hat etwas mit Leben zu tun, weil es immer das Ganze eine 200, 300, 400.000 Jahre lange Evolution der Glückszerstörung hinter sich hat. Und deswegen ist alles, was ich in der Marktwirtschaft erleben kann, immer nur dahin vegetieren.
Es ist immer nur vegetieren statt leben. Und ich fürchte eben, das Problem ist einfach, dass genau solche komplizierten Zusammenhänge, wie ich ihn eben gerade geschildert habe, die Leute schlicht und einfach nicht verstehen und nicht verstehen können, weil sie einen riesigen Bildungsmangel haben, auch in evolutionären Zusammenhängen zu denken und zu fühlen, und weil sie generell, weil wir generell ja schon seit den letzten 200, 300, 400.000 Jahren eigentlich ja schon in einem Degenerationsprozess sind, der unsere weitere Gehirnevolution schwer beschädigt hat und uns in der letzten Zeit sogar angeblich schon 150, also 0,15 Liter Gehirnvolumen gekostet hat. Aber ich kann ja nicht mehr machen, als dann in der nächsten Runde wieder zu versuchen, noch besser zu erklären, damit vielleicht doch einer versteht, dass es sich gar nicht lohnt, in der Marktwirtschaft zu leben, sondern dass es nur zwei Wege gibt. Gemeinwohlwirtschaft oder Kommune beziehungsweise Gemeinschaft. Und alles andere taugt nichts, kann nichts taugen, aus den eben von mir genannten Gründen. Ich gebe weiter an Öffe. Ja, also im letzten Beitrag. So laut wie möglich, bitte, gell? Ja, also im letzten Beitrag hatte ich ja am Ende nochmal gesagt, also es kann schon viele verständnisbehindernde Faktoren geben. Aber im Grunde genommen verstehen die Leute es alle gut genug, um davor auch aktiv wegzurennen und kräftig die Vorhänge vorzuziehen, um sich damit nicht richtig beschäftigen zu müssen. Und das liegt eben daran, dass es eigentlich einfach genug ist zu sehen, dass wenn man ein gutes menschliches Leben führen will, dass es verantwortlich sein müsste, dass man sich überlegen müsste, was ist dann die nötige Verantwortungsreife, dass man statt blindem Hinterherrennen die Folgen seines Tuns vertreten können müsste, dass man sich nach Grundwerten der Verantwortung richten müsste, wie Menschlichkeit, Menschenrechten und so weiter oder global denken, lokal handeln. Und dass man selbst so verantwortlich werden müsste und sein Steuerruder natürlich nicht mehr an unverantwortliche Menschen abgeben darf, sondern Gemeinschaften bilden muss mit Menschen, die auch diese Grundverantwortlichkeit aufbringen, dann ist man bei fundierten Konsensgemeinschaften globalen Teilens, nenne ich das auch gerne. Okay, diese Gedanken sind nicht zu kompliziert. Sie können nicht an intellektuellen Schwierigkeiten scheitern, sondern wenn, dann scheitern sie an Hemmungen, an Verdrängungshemmungen in den Menschen, an Dispositionen unserer mentalen, psychologischen, auch biologischen Grundlage, die da eben quer steht an dieser Stelle. Ja, das wäre nochmal die Beschreibung, worum geht es eigentlich und warum sehe ich das als so einfach an, dass ein offen darüber nachdenkender Mensch, auch schon Kind oder Jugendlicher, könnte das schon verstehen. Ich muss verantwortlich sein, dann darf ich auch mein Steuerruder nicht an Unverantwortliche abgeben, sondern ich muss mit den Verantwortlichen gemeinsam vernünftige Entscheidungsformen aufbauen. Jawohl, das geht nicht anders und ist sehr, sehr einfach. Und ist auch nicht ersetzbar durch Recycling und Blümchen züchten oder Kräuterspirale im Garten oder meditieren und singen und tanzen, sondern da muss man ran, wenn es wirklich ein gutes alternatives Leben, eine gute Alternative sein soll, dann muss man an diese Grundweichen oder Wurzeleinstellungen ran. Und will man halt nicht. Und der Dylan hatte jetzt schon beschrieben, wir haben da auch im Vorgang zum heutigen Abendgespräch uns ein bisschen schon ausgetauscht. Also ich versuche da diese Wurzelhebel in mancherlei Art anzupacken. Natürlich, indem ich selber die Veränderung sein will, die ich in der Welt auch sehen möchte oder bei anderen Menschen. Und indem ich solche Keimlinge an Gemeinschaften schon bilde. Ich habe gesagt, in Reservate, da bin ich schon seit 30 Jahren mit dran. Aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen kann man sie auch nennen. Und vom Anspruch her am wichtigsten ist das, was in Berlin läuft. Da habe ich immerhin ein paar Leute von mir jetzt hingeschickt und stehe mit denen in Verbindung, dass die da so diesen Orga-Rahmen aufrechterhalten können und wir da auch gemeinsam überlegen können, wie es weitergeht. Einer davon, so ein junger Mann, hat jetzt sogar gesagt, ja, er ist da hingegangen und ist jetzt der Hauptwohnsitz, Zeltcamper,
Und er will da sogar weiter sich entwickeln jetzt, will auch zum existenziellen Schenker werden, also auch Ausweispapiere abgeben, ohne Geld leben, nur noch schenken. Ja, sehr spannend. Also für den bin ich da auch jetzt dabei, Texte, Ausstiegstexte mal wieder zu entwerfen, wie wir das schon öfters gemacht haben in den 30 Jahren, wenn Leute ihre Papiere abgegeben haben und so weiter. Gleichzeitig bin ich mit vielen Mediationen und so beschäftigt und morgen ist eine Generalversammlung einer der Genossenschaften, die wirklich auch versuchen wollen, ehrlich so von Herzen für freie Argumentekultur zu leben. Also Berlin hat den höchsten Anspruch Reservatsbildung. Hier in Hessen ist das größte bisher entstandene Netz, um das ich mich dementsprechend stark mit kümmere. Aber, also ich sage noch dazu, also die Bewusstseinsbildung muss ja geschehen, dadurch, dass man die Menschen abholt. Also das mache ich gerne mit diesen Talks. Also jetzt der Samstags und Montags haben wir noch so einen Talk, der nennt sich Wandelgespräche. Also während der Talk heute dieses Verantwortungsthema hat und im Grunde genommen wir da sehr stark einen Inhaltsfaden, so diesen Kommune-Grundlogik oder Kommune-Supervisionsfaden hier so schon spinnen, auch auf wissenschaftlicher Grundlage argumentieren. Da ist das Montagsgespräch ganz offen für Leute, die jetzt auch vielleicht nicht gleich auf der Ebene der Wissenschaft sind, aber die man abholen kann, indem man sagt, wir Menschen, wir denkenden und sprechenden Seelen, wir müssen miteinander sprechen, damit wir da einen Ansatz haben, um von da aus weiterzukommen. Also dementsprechend auch, wie ich gerne sage, das mit der Suche anfangende Kind, was da hinkommt und möchte Ansprechpartner haben, möchte sich mit diesem Thema beschäftigen. Also ich also auch so ein Kind müsste sich da wohlfühlen und auf fruchtbare Weise angenommen sein. Also einerseits sind es diese Talks, die dann eben samstags und montags sind und die da sehr hilfreich sind oder Wurzel sind für solche Bewusstseinsbildung, das Forum. Aber ich teile den Gedanken von Dylan auch, den er da hatte, so eine Zukunftskonferenz, wo alle Lösungsvorschläge wirklich in einer möglichst unbefangenen Weise mal zusammenkommen können und sich vergleichen und ja den besten Ausweg gemeinsam ausloten könnten. Und diese Leute, was weiß ich, der Dalai Lama, der Papst, die politischen Führer, Leitgestalten der Alternativszene, die kommen jetzt nicht so einfach, obwohl sie es natürlich könnten, hier in unseren Samstagstalk, um mit uns den gereiften Faden hier einer kleinen Kerngruppe zu entwickeln. Die kommen auch nicht am Montag dahin, um jetzt mit vielleicht einem Kind, was kommt, die Anfangsorientierung zu üben. Sondern da würde so eine Konferenz, so ein Kongress der Zukunftsformen, also Zukunftskongress, wie können wir Lösungswege finden, erstmal miteinander sichtbar machen und finden. Das hätte seinen Sinn und könnte die Leute, die da auch exponierte Gestalten sind, vielleicht an einen runden Tisch zusammenführen, wenn man sie dazu einladen würde. Und vielleicht letzter Satz noch, also Dylan sprach davon, inwiefern er mich dafür geeignet hält. Also ich erscheine natürlich als Extreme Freak in mancher Hinsicht mit dem, was ich denke und mache. Aber ich hätte tatsächlich in einer besonderen Weise, also abgesehen vielleicht davon, dass ich sanft moderieren kann und die freie Argumentekultur so als Anwalt vertrete, wie es sonst kaum jemand wohl macht. Aber es wäre so, dass ich ein besonderes Argument hätte, warum die Leute da meinen könnten, da können sie unbefangen hinkommen. Ich bin auf den Ebenen, wo sie alle gegenseitig doch in Konkurrenz irgendwo auch miteinander stehen, um Macht und Geld, da bin ich raus. Das heißt, ich könnte wie ein Alien oder ein Mensch, Wesen vom Mars mit den grünen Fühlern und so, könnte ich dastehen, könnte sagen, Leute, ich kann euch hier an den Tisch einladen, weil ihr keine Angst haben müsst hier, dass das jetzt wieder für irgendwelche Teilinteressen eurer Konkurrenten missbraucht werden kann. Dafür ist das jetzt hier eine andere Metaebene, von der ich die Dinge betrachte und von wo ich so eine Moderation auch vielleicht machen könnte. Okay, ich gebe an den Dylan weiter. Ja, ich will noch mal erläutern, warum ich als Naturwissenschaftler ja auch, sagen wir mal so, ein bisschen verstehen kann, dass sich die Leute davor drücken, verantwortlich nach
ethisch-moralischen Gesichtspunkten zu leben, obwohl ich selber auch nach diesen Maßstäben ja mich damals entschieden hatte, meine Praxis zu schließen, weil ich eben es nicht mehr verantworten konnte, ja? Aber ich kann es verstehen. Machen wir uns doch noch mal klar. Löwen gehören auch zu einer Art. Das ist eine Art Lebewesen, so wie alle Menschen auf der Erde eine Art sind. Aber trotzdem gehen die eine Gruppe an Löwenmännern, zwei, drei Löwenmänner hin und töten oder vertreiben andere zwei oder drei Löwenmänner und töten dann noch deren kleine Kinder. Ja? Obwohl sie doch alle von einer Art sind. Insofern kann ich es verstehen, dass die Leute sagen, ja, ich will gar nicht in mich prüfen, ob mein Lebensstil verantwortlich ist für die ganze andere Welt. Es ist für mich völlig okay, wenn ich lebe wie ein Löwe und wie so ein Kolonialherr, sozusagen ich die dritte Welt ausnutze und mein ganzes Leben auf Kosten der dritten Welt lebe. Das ist doch ganz okay. Wir sind halt die Stärkeren und wir machen die anderen platt, ne? Und leben auf Kosten. Das machen die Löwen auch, ja? Also, das heißt, innerhalb einer Art ist nicht gesagt aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass es da einen natürlichen Antrieb geben müsste, dass sich innerhalb einer Art die Leute nicht töten. Wie gesagt, die Löwen gehören zu einer Art, sogar innerhalb bestimmter Unterarten der Löwen, ja, sind am Ende, töten die einen, die anderen und töten auch noch deren Kinder. Ja? Also das heißt, oder auch Gorillas gehören zu einer Art und trotzdem kommt es garantiert ab und zu vor, auch wenn es noch kein richtiges Filmmaterial darüber gibt, dass der eine Gorilla den anderen tötet und dann auch dessen Kinder dann auch noch tötet. Ja? Kleine Kinder tötet. Ja? Und wie ich habe es ja vorhin geschildert, dass sogar Bonobos innerhalb der eigenen Gruppe, dass also einige Bonobo-Frauen einen Mann, der störend ist, weil er vielleicht Kinder angreift, weil irgendwas nicht stimmt mit ihm oder er ist so sexuell unattraktiv für die Frauen ist, dass die da eben nicht in Liebe sein können mit ihm. Und dass dadurch dann was schief geht, dass die den dann regelrecht töten. Und das ist dann nicht nur innerhalb der eigenen Art, das ist nicht 200 Kilometer entfernt, sondern innerhalb der eigenen Gruppenehe töten sie ein Kind, das innerhalb dieser Gruppenehe geboren wurde. Und dann meistens, ich vermute, junge Erwachsene, die dann getötet werden, ja. Und sie töten sie. Und insofern kann ich verstehen, wenn Öffi schildert, dass die Leute, wenn ich sie auf das verantwortliche Leben ansprechen will, dass sie sich davor drücken, dass sie das wegdrücken und davor weglaufen, regelrecht. Aber was ich nicht verstehen kann, außer wenn ich sage, sie können es nicht verstehen, ist, wenn ich ihnen als Naturwissenschaftler erkläre, dass innerhalb der Marktwirtschaft einfach nur unglückliches Leben möglich ist. Denn da können sie sich ja nicht mehr rausreden damit, ja, ich lebe halt auf Kosten der dritten Welt, aber das ist doch okay, so wie der Löwe auf Kosten des anderen Löwen lebt. Oder wie die Bonobo-Frauen oder der Gorilla auf Kosten des anderen Gorillamannes dann lebt und neue Frauen sich dazu holt. Und wie so wie die Bonobo-Frauen den jungen Mann töten, wenn er stört. Ja, oder auch Kinder aussetzen, wenn sie stören und so weiter. Ja, also diese Ausrede geht ja nicht mehr, wenn ich Ihnen erkläre, wie genau es dazu kommt, dass in der Marktwirtschaft ein glückliches Leben grundsätzlich ausgeschlossen ist. Da können Sie ja nicht sagen, ja, das ist mir doch egal, sondern es geht ja dann um Sie selber und um Ihr eigenes Glück. Und da ist dann mein Argument, dass ich dann nur sagen kann, es liegt daran, Sie verstehen mich nicht. Sie haben nicht
die genügenden bildungs- und geistigen Voraussetzungen, um zu verstehen, dass in der Marktwirtschaft ein gutes, glückliches Leben gar nicht möglich ist. Und dass sie alle sterben werden, ohne je gelebt zu haben, wenn sie weiterhin, anstatt hier zu sein, immer wieder in der Marktwirtschaft versuchen, sich zu amüsieren, was aber nicht geht, weil ein wirkliches Amüsieren ist gar nicht möglich in der Marktwirtschaft. Ja? Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön, Dylan. Denk an die Lautstärke, denk an so laut wie möglich. Ich bin nah dran, genau, und rede laut. Ja, also so sehr ich es auch für einen ganz wertvollen Weg halte, einen Versuch, da einen Schlüssel zu finden, dass du den Menschen das so erklären willst, ja, wenn du dem Heroinabhängigen erklären kannst, warum das Heroin für ihn schlecht ist, heißt das noch lange nicht, dass er davon loslässt. Und ich sehe da den Grund, warum Wehe so alleine auch sind. Die meisten Leute würden, wenn sie schon im Ansatz sehen, oh, was erklärt uns der Dylan denn da, schon wieder ins große Rennen kommen. Aber sogar die, denen wir es erklären konnten, also auch diejenigen, die jetzt heute Abend hier dabei sein könnten und die zu unserem Kreis von Mitidealisten gehören, da ist es immer noch so auch, und einige geben das ja zu, ne? Also der Louis zum Beispiel ist eine sehr ehrliche Haut. Und letztens hat mal mein Sohn Aljoscha hier da in einem Telegram-Chat geschrieben, ja, er will jetzt, wenn er alt genug ist, da auch diese Verantwortungsreife, das Post-Conventional Level, und dann will er sozusagen in meine Fußstapfen treten, oder am besten ist ja, solange ich noch da bin, dass er neben mir halt da sich mit engagieren würde. Und da meinte Louis dann, ja, das wäre doch toll, wenn er das macht, weil dann bräuchte er ja schon wieder weniger, oder könnte er schon wieder gucken, dass er da sich davon stehlen kann quasi und was anders machen kann oder sich anders im Leben einrichten kann. Das heißt, wir müssen es ihnen auf alle erdenklichen Weisen erklären und versuchen, dadurch solche Schlüsseleffekte freizulegen. Aber also da müssen wir, ja, ist ein ganz zähes Thema, wir müssen da noch ganz anders eventuell drüber nachdenken, wie wir diese Suchthindernisse aufknacken können. Und auch wenn wir jetzt darüber geredet haben, so eine Zukunftskonferenz, lasst uns doch mal alle Lösungen anschauen, um die besten zu finden. Oder überhaupt diejenigen, die uns jetzt retten können, zu finden. Weil da müssten wir eigentlich einen offenen Vergleich und offene Abwägung, Argumenteprüfung, Qualitätsprüfung irgendwie mal miteinander angehen, was sie alle nicht machen. Also, oder wenn sie schon jetzt sagen würden, ja, nee, da müsst ihr ja gar kein Format für bilden, guck, da vorne ist doch schon die Bühne, auf der wir da in der Suche sind, ja, da sind wir doch sofort mit dabei, dann brauchen wir kein neues Rad am Wagen erfinden, dann sind wir da mit dabei. Aber, ja, es gibt es nicht und sie könnten uns das nicht zeigen. Und auch die von mir genannten exponierten Personen, die so, ja, die Vertreter von ganzen weltanschaulichen oder religiösen Orientierungsrichtungen sind, die großen Meinungsmacher und Meinungsvertreter in der Welt. Warum sind die auch unabhängig jetzt von Corona oder schon unabhängig auch von dieser Entwicklung, uns jetzt anschreienden Gefahrenentwicklung, dass es wegkippen könnte in eine digitale Willkürdiktatur? Warum haben die insgesamt auch vor Corona sich nicht für so einen gemeinsamen Lösungsweg an einen Tisch gesetzt? Also es gibt ja immerhin ganz kleine Ansätze, die Völker der Welt zu so einer gemeinsamen Orientierungssuche zusammenzubringen. Das sind auch der Völkerbund, die Vereinten Nationen. Oder innerhalb jetzt dieser Schienen ist es vor allem die Erdcharta-Initiative, die gesagt hat, wir brauchen auch über die Menschenrechte hinaus einen Verantwortungskonsens der ganzen Menschheit. Und die sind auch weltweit hingegangen zu den verschiedensten Bevölkerungsgruppen oder auch diesen Meinungsvertretern, diesen prominenten Meinungsvertretern,
den ideologischen Führungspersönlichkeiten. Und die haben auch was erreicht. Also die Erdcharta ist ein schönes Dokument. Im Kern sagt sie das, was, wo wir auch voll hinterstehen könnten. Also bei allem, aller Wertschätzung der wertvollen Einzelkulturen, die in der Menschheit so sind, müssen wir doch allmählich erkennen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind, die sich harmonisch in die große Gemeinschaft des Lebens einfügen müsste. Und wir müssen die Probleme im Zusammenhang sehen. Wir können das nicht mehr einzeln hier aufteilen. Hier wird es spirituell, da wird es ökologisch und so weiter. Wir müssen ein ganzheitliches Lösungskonzept erarbeiten. Also das gibt es. Also da wurden schon Bevölkerungsgruppen für gefragt und in die Meinungsbildung mit einbezogen. Und tatsächlich hat diese Erdkarte als Mitunterstützer den Papst, den Dalai Lama, den Michael Gorbatschow als atheistischen Kommunismusführer, der er war, oder auch einige der Rockefellers, Jane Goodall als Affenforscherin und. Also es gibt da Vorarbeiten und ich bin auch ein Botschafter der Erdkarte, aber es ist sogar schwierig, ich kämpfe da seit Jahren drum, es ist schwierig, die Erdkarte für diese zentrale Kommunikationsdimension zu aktivieren. Überhaupt, dass sogar Konflikte innerhalb der eigenen Gruppe eine Ansprechstelle hätten, wo es dann nach Argumenten gehen würde, statt dass sich da wieder irgendwelche Einflüsse gegen andere durchsetzen. Also sogar, also da kämpfe ich drum. Also ich habe denen immer gesagt, lasst uns schon mal anfangen damit, dass wir so eine Argumentestelle, so eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur oder halt für die Konflikte speziell einfach Friedensagentur, dass wir das schon mal miteinander einrichten und dann können wir natürlich auch den anderen sagen, hier kommt, wir wollen ja diesen Verantwortungskonsens der Menschheit, wir haben schon Vorarbeiten geleistet, wir entwickeln unsere Denk- und Kommunikationsmethodik weiter, dass das nicht nur bei Problemen unter uns nach Argumenten geht, sondern dass wir für die Menschheit so eine Argumentationsplattform, so eine Denk- und Kommunikationsplattform herausbilden, wo es nach den Argumenten, die im Ganzen am besten sind, gehen kann. Also das ist alles nicht einfach. Also ich sage nur als ein Beispiel noch, der Papst oder Vertreter anderer Religionen, wenn du denen sagen würdest, lasst uns doch mal einen Verantwortungsnenner überlegen, der jetzt nicht die Dogmen eurer Religion als unverzichtbar darstellt, dann wird das schwierig. Also der Dalai Lama hat ja einen Schritt mal gemacht. Da hat er, glaube ich, auch gesagt, er ist vielleicht der letzte Dalai Lama. Er hat gesagt, wir müssen die Einzeltraditionen der Religionen und so, das müssen wir lernen zurückzustellen. Es kommt auf sowas jetzt heute nicht mehr an, sondern statt dieser religiösen Einzelideologien kommt es auf so eine Menschheitsethik an, die wir da brauchen und wohinter all diese besonderen Ideologien zurücktreten müssen. Also in die Richtung hat der da schon gedacht, aber da ist es weit von entfernt, dass die Vertreter all dieser Ideologien und Religionen oder politischen Meinungsführer, dass die bereit wären zu sagen, ja, wir lassen uns auf etwas ein, wo unsere Spezialdogmen jetzt vielleicht als nicht so entscheidend dann rauskommen und ein allgemeinerer Einigungsnenner, ein Verantwortungsnenner der Menschheit heraus sich bilden könnte. Ja, also ist alles eine große Herausforderung. Ich gebe an Dill. Ja. Ja, und ich greife mal die Erdkarte auf. Also Jane Goodall und was weiß ich, alle möglichen Leute. Ich glaube, ich persönlich, also ich überlasse diesen Pfeiler, also sozusagen dem Öffi. Warum überlasse ich den ihm? Weil ich eben sage, wir sind eben auch nur Säugetiere wie die Löwen und die Gorillas. Und genauso wie Löwen und Gorillas innerhalb ihrer eigenen Art töten und mörderisch umgehen und räuberisch vorgehen und dann so, sogar Kinder töten und so weiter. Genauso ist es eben, wird es nicht ganz leicht sein, die erste Welt zum Beispiel dazu zu bringen und dass sie sagt, Leute, hört doch, also wir, die erste Welt, hören jetzt auf, die dritte Welt abzuschlachten.
Ich glaube, dass das schwierig wird. Es wird genauso schwierig, wie wenn wir hingehen und den Löwen und dem Gorilla sagen, ja, bitte töte doch nicht den anderen und töte doch nicht seine Kinder. Das ist einfach schwierig, weil Säugetiere nun mal ein mörderisches Element in sich haben. Und ich selbst will ja die Welt dadurch retten, dass ich sage, zum Beispiel, wenn ich in jedem Land der Erde die Gemeinwohlwirtschaft einführe, dann kann die erste Welt gar nicht mehr auf Kosten der dritten Welt leben. Weil dann all die Dinge, sozusagen, weil dann jeder einzelne Staat sich menschenfreundlich entwickelt und sich in einzelne Kommunen, Gemeinschaften auflösen wird wieder und die staatlichen Strukturen sehr weitgehend reduziert und zurückgeführt werden und dass dann irgendwann tatsächlich die erste Welt lebt mörderisch auf Kosten der dritten Welt, das hört dann ganz von selbst auf, wenn ich überall Gemeinwohlwirtschaft eingeführt habe, ja? Und deswegen, ich muss mich konzentrieren darauf, dass ich sage, ich spreche die Leute nicht an, sozusagen. Öff spricht die Leute an. Hey Leute, was macht ihr da? Ihr tötet ja die dritte Welt. Ihr macht ja die Leute alle fertig und die Kinder der Zukunft tötet ihr auch noch, ja? Und da sagen die sagen dann alle, ja, du, ihr habt ja recht und so weiter. Aber im Hinterkopf denken sie, na ja gut, ich bin halt ein Löwe und ich töte andere Löwen, ne? Und ich töte deren Kinder. Und daran ist nichts Schlimmes, das ist nicht so schlimm, ja? Und ich sage, ich spreche die Leute dort an, wo sie eigentlich gar nicht ausweichen können. Nämlich, dass ich ihnen sage, euer Glück, Lebensglück raubt die Marktwirtschaft. Dieses scheiß weltweite kapitalistische System, das ja nur ab und zu mal durchbrochen war von so ein paar pseudokommunistisch, pseudosozialistischen Mini-Experimenten. Ja? Aber ansonsten ist alles Marktwirtschaft, alles über Jahrhunderttausende Marktwirtschaft, Kapitalismus, Marktwirtschaft, immer das Gleiche. Bis auf diese ganz wenigen Ausnahmen. Und da ist der entscheidende Punkt. Leute, bitte versucht doch zu verstehen, dass ihr niemals glücklich sein könnt in der Marktwirtschaft. Weil die Marktwirtschaft eine Maschinerie ist, bei der eben diejenigen, die euch beibringen, was ihr fühlen und denken sollt, nämlich zum Beispiel die Massenmedien, zum Beispiel Bücher, zum Beispiel Zeitschriften, dass diese in einer gemeinsamen Evolution sich befinden mit ihren Geldgebern, nämlich den Werbekunden. Und die Werbekunden brauchen euch Konsumenten all dieser Medien, brauchen die als todunglückliche Leute, die konsumsüchtig kaufen das, was die Werbekunden anbieten. Nochmal wiederhole ich das Beispiel. Also, Rewe gibt sein Geld an alle möglichen Fernsehsender. Wenn aber dabei zufällig ein Fernsehsender drunter ist, der besonders den Leuten Tabus errichtet gegenüber allem, was eigentlich menschliches Leben glücklich machen könnte, dann kommt es automatisch zu einer Wirkverstärkung. Also dieser Sender führt dazu und irgendwann merkt das Rewe, also dass die Werbespots bei diesem Sondersender besonders viel Umsatz zur Folge haben. Denn immer nach Ausstrahlung der Werbespots auf diesem Sender kommt es zu mehr Käufen bei Rewe und zu mehr Konsumsucht bei Rewe, als wenn sie bei anderen Fernsehsendern schalten. Also wird Rewe in Zukunft nur noch auf diesem Fernsehsender schalten, weil da das Verhältnis zwischen ausgegebenem Geld für den Werbespot und dem Ertrag, das nämlich das Programm den Menschen, die ihre Glücksquellen wegredet, das ist dort am besten. Und nachdem dieses System so 200, 300, 400.000 Jahre gelaufen ist, kann es kein Glück mehr geben in unserem Leben. Und das ist das, was ich glaube, dass, weil die Leute das bis jetzt nicht verstehen können,
verstanden haben, sind sie nicht hier und gehen am Samstagabend lieber irgendwo in der Marktwirtschaft einen saufen oder so mit Kumpels oder sonst etwas oder machen irgendwas anderes, weil sie immer noch denken, das sei ja eigentlich irgendwie Leben. Dass es aber eigentlich gar kein Leben sein kann, verstehen sie nicht. Ich gebe weiter. Ja, danke, Dylan. Danke, Dylan. Also eine Sache ist auf jeden Fall wichtig, sich genau anzuschauen. Etwas, was ich als starken Schlüssel mir vorstellen könnte für eine Veränderung in der Welt, einen grundlegenden Wandel, einen Umkippeffekt. Also mal abgesehen von dem hohen Anspruch, der aus der Idee von, ja, hervorgeht, die auch Gandhi geäußert hat, arbeite an dir selbst. Denn wenn ein Mensch der Vollkommenheit nahe kommt oder vollkommen wird, kann die Welt um ihn herum nicht unvollkommen bleiben. Also tatsächlich ist die innere Arbeit an sich insofern wohl wirklich der gewaltigste Schlüssel, der Schlüssel mit dem größten Potenzial. Aber das nächste ist dann ein Gemeinschaftsexperiment, ein vorgelebtes, reales Gemeinschaftsexperiment, wo die Menschen Urlaub oder Praktika machen könnten, um sich das anzuschauen und was endlich mal diese ganze Ausstrahlung wirklich ja, aktivieren würde, die aus meiner Sicht darin stecken kann. Dylan hat mit Recht gesagt, wir hatten bisher, also wir hatten am Anfang der Menschheit oder bei den Bonobos, hatten wir diese familiäre Verbundenheit in den Familien, Großfamilien, Sippen, Stämmen. Aber wie wir ja sehen können, also bei dem, was davon auch übrig geblieben ist, und das sind ja dann besonders starke solche Traditionen oder ja, hochentwickelte Ursprungslebensformen, sowas wie die Aborigines beispielsweise oder die zum Teil ja noch unberührten Völker, sogar in den brasilianischen Urwäldern. Also da gibt es ja etwas. Aber wenn wir darauf treffen, dann würden wir feststellen, die haben zwar recht gut funktionierende natürliche Ursprungsmechanismen, soziale Mechanismen auch, spirituelle und soziale Mechanismen. Aber wenn sie, wie das Ladakh-Experiment, andere Experimente gezeigt haben, wenn sie der Konfrontation ausgesetzt werden mit einer Bewusstseinswelt oder Informationswelt wie jetzt der modernen Welt, dann kippen sie alle weg. Also sie bleiben nicht dabei. Also sie lassen sich mit Glasperlen und Alkohol oder irgendwas lassen sie sich blenden und springen weg, verlassen ihre Ursprungs- oder ihre Sinnkultur. Das heißt, da war was, aber in der direkten Konfrontation nicht ausreichend stabil, nicht ausreichend selbstbehauptungsfähig oder nachhaltigkeitsfähig. Und ansonsten gab es wirklich die ganze Geschichte hindurch noch nie so ein richtig leuchtendes Beispiel für so eine Sinn- oder Verantwortungskommune. Dylan hat recht, die große Linie, die sich dann durchzog, war die der Tauschkonkurrenz und Machtkonkurrenz. Und die Alternativexperimente, also die groß angelegten kommunistischen Gegenexperimente, ja, der Witz ist, die haben ja die Fähigkeit zu dem Ziel, wofür sie da eigentlich jetzt es anders machen wollten, den Menschen gleich von Anfang an abgesprochen. Also sie haben ja alle gesagt, also um jetzt den kommunistischen Endzustand zu erreichen, wo sie alle so handeln nach diesem menschheitsfamiliären Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, damit es allen gleich gut gehen kann und so. Da sind sie jetzt alle nicht für reif. Da müssen sie erst durch eine Diktatur der Partei oder was auch immer zu hinerzogen werden. Und dann irgendwann kann die Staatsgewalt wegfallen, wird das Geld wegfallen. Alles ist nur noch eine Organisationsfrage wie Verteilung der Post. Ja, aber sie haben das weder den Menschen, die da in ihrer Bevölkerung vor ihnen standen, zugetraut, noch haben sie selber das modellhaft vorgelebt. Das heißt, diese politischen Führer dann oder auch die Parteikader,
Mir ist nicht bekannt, dass die hingegangen sind und den Endzustand schon mal leuchtend vielleicht vor den Augen der anderen vorgelebt hätten. Das ist nicht geschehen. Also eher waren das dann auch irgendwelche immer korrupter werdenden staatskapitalistischen Formen, die das angenommen hat. Aber der leuchtende Stern, er war in den übrigen Tauschkonkurrenzsystemen nicht drin, er war in den kommunistischen Alternativsystemen nicht drin, er war nur eine Zukunftsvertröstung und auch von denen, die vorweg gingen, nicht gelebt. Natürlich kann man sagen, es gibt vielleicht ein paar kleine religiöse oder politische oder philosophische Sekten in der Menschheitsgeschichte. Da gibt es tatsächliche Ansätze. Also ich sehe vor allem eben Buddhismus und Christentum oder in der Philosophie, also es stecken ein paar gute Ansätze bei Sokrates und in der Stoa von Zenon und solche Dinge. Natürlich auch in der anarchistischen Tradition. Aber wenn wir uns das anschauen, das ist alles immer noch sehr kümmerlich und die riesengroße Gefahr ist, dass es gleich wieder mit zu viel Zusatzideologie auch vollgestopft wurde. Also wo ich ja sage, es kommt darauf an, einen kleinsten nötigen Einigungsnenner erstmal zu finden für die Menschen, um sich so zusammenzutun. Also was bei uns im Prinzip ja steckt als globale Konsensgeschwister, das nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Aber nur als Letztes, um euch noch zu sagen, wie man dann ja zum Teil voller Erstaunen auf Dinge trifft, die sind dann schon wieder ein bisschen enttäuschend. Also ich weiß, dass auch Gandhi so einen Verantwortungseinigungsnenner, so einen, der die Einzelideologien und Religionen übergreifen sollte, sich vorgestellt hat. Aber er hat in seinen Gemeinschaften dann auch zum Teil Einzelregeln und Inhalte wieder festgelegt, die aus meiner Sicht ja nicht so hätten festgelegt werden müssen oder auf die man hätte verzichten können. Und dann gab es eine europäische Nachfolgebewegung von Gandhi, zu der ich mich ja auch ein Stück weit zähle, die sogenannte Arche-Bewegung von Lanza del Basto. Und dann bin ich dann nach Frankreich gereist, in deren Muttergemeinschaft. Und ich wollte Ihnen gerade auch die Frage stellen, wie sieht das aus? Wie reif ist bei euch jetzt diese Vorstellung des Einigungsnenners, der alle vermeidbaren Sonderideologien weglässt oder übergreift? Und fragte sie, was ist denn bei euch so der verbindliche Kern hier der Lehre auch und so? Und dann zeigten sie auf ein Buchregal, wo alle Bücher von Lanza del Basto, dem Gründer dieser Arche-Bewegung, halt standen und sagten, ja, das ist die verbindliche Lehre. Und ich wusste, wir sind noch zu weit weg vom leuchtenden Stern. Ich gebe an den Dillen. Ja, also, dann fange ich mal an. Wir nähern uns ja schon wieder dem Ende. Ja, also erst einmal, diese Stalins und Honeckers und Maos, für mich waren das einfach nur Diktatoren und Schmarotzer auf Kosten der Massen. Das waren nichts anderes als Könige. Ja, nur, dass sie angetreten waren mit einem Versprechen, die Menschen zu befreien, aber dann hat es ihnen halt doch besser gefallen als Könige, als Maden im Speck zu leben, ne? Also von daher halte ich das ja alles für gescheiterte Experimente. Die Aborigines und auch die südamerikanischen Einwohner und so weiter, die, da gehe ich davon aus, dass die alle schon Spuren von Marktwirtschaft haben und alle darunter auch schon Zerstörungserscheinungen haben. So ähnlich wie auch die, alle matriarchalen Kulturen, die es heute noch auf der Erde gibt, ja nur noch Reste sind. Also ich glaube, dass Bonobos nur noch die einzigen sind, die Bonobos die einzigen sind, die eben noch vor der Marktwirtschaft stehen und damit die einzigen sind, die ich untersuchen kann, wenn es darum geht, was denn mit Menschen möglich ist. Und immerhin sehe ich, dass die Bonobos diejenige mit ihren Gruppenehen, mit ihren kommunistischen Gruppenehen, sozusagen die allergeringste Tötungsrate haben, die wir in der Natur überhaupt gesehen haben. Also das jetzt mit der, dass mehrere Frauen einen Bonobo-Mann töten, das ist absolut selten. Ja? Oder dass Bonobo-Frauen Kinder, männliche Kinder, weibliche Kinder aussetzen und dem Sterben überlassen, das ist sicherlich auch relativ selten.
Aber auf jeden Fall seltener als bei allen anderen Arten, die wir je gesehen haben. Menschen können wir nicht beurteilen, weil sie ja auch töten können wegen der vorteilbringenden Irrtümer, nämlich dass der Waffenhändler sozusagen die Menschen, ja, wenn er einen Irrtum im Kopf hat, jetzt gehe ich wieder auf das Bild zurück, wenn der Waffenhändler, der die ersten Steinäxte liefert, wenn der also sozusagen einen Irrtum im Kopf hat und deswegen dann eine erfundene Geschichte erzählt, dass angeblich eine Gruppe, eine Gruppenehe eine andere nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte, was faktisch gar nicht vorgekommen war. Wenn er das aber glaubt und diesen Irrtum erzählt, dann führt das dazu, und dass die Leute Angst bekommen und aus Angst heraus bei ihm jetzt hunderte von Steinäxten kaufen und auch noch anfangen zu überlegen, ob sie nicht mit einem Präventivschlag versuchen sollten, die Nachbargruppe zu überfallen, bevor die auf die Idee kommt, sie zu töten. Ja? Und so schürt eigentlich der Waffenhändler das, über seine vorteilbringenden Irrtümer die Kriegsbereitschaft. Also können wir das, was Menschen an Gewalt getan haben, dass Menschen durch regelrecht durch hohes Blut gewartet sind in vielen Situationen. Ich denke nur an die Kreuzzüge, wo das Blut angeblich einen halben Meter hoch stand, ja, in vielen Städten dann. Das ist kein Maßstab, weil da können die vorteilbringenden Irrtümer ihr Unheil entfaltet haben, die Marktwirtschaft ihr Unheil. Die Gewalt, die wir bei den Bonobos sehen, die ist reine Natur. Das ist reine DNS. Denn die Bonobos haben keine systematischen marktwirtschaftlichen vorteilbringenden Irrtümer. Also alle Gewalt, die Bonobos praktizieren und Gorillas praktizieren und Löwen praktizieren, ist DNS-bedingte Gewalt. Und dann ist es so, wenn Bonobo-Frauen zum Beispiel diesen Bonobo-Mann töten, dann könnten wir Menschen das ja besser regeln, dass wir sagen, da gibt es bei uns Regelungen, wie der Mann aus der Gruppe ausgeschieden wird und trotzdem nicht sterben muss, sondern weiterleben darf und so weiter. Dass wir gesetzliche Regelungen machen, dass wir da uns ein Recht geben, wodurch wir, und wenn schon Kinder ausgesetzt werden, dass die nicht grausam verhungern müssen oder verdursten müssen, sondern dass wir das mit Schmerzmitteln, palliativmedizinisch, diese Einschlafensprozesse völlig glückselig und völlig schmerzfrei machen. Ja? Aber ich glaube, dass der Mensch, wenn wir ihn befreien von den vorteilbringenden Irrtümern der Marktwirtschaft, immer noch so grausam sein wird, wie tendenziell immer noch so viel aversive Tendenzen, Kontratendenzen, potenziell Gewalttendenzen haben wird, wie sie die Bonobos heute haben. Ja? Denn besser als die Bonobos werden wir wohl kaum sein können, denn wir haben wahrscheinlich kein besseres Sozialsystem als die Bonobos, sondern nur ein ungefähr genauso gutes, wenn wir wieder zurück zur Natur kämen. Ja, weswegen ich ja für das Unterexperiment dieser Gruppenehe bin. Ja, also mehr an Friedlichkeit als bei den Bonobos werden wir bei Menschen schlecht erreichen können. Aber das wäre schon unheimlich viel. Und sozusagen. Und wenn wir überall wieder bonoboartig leben, also müssen wir uns mal klar machen, keine Bonobo-Gruppe tötet die andere Gruppe und plündert deren Nahrungsvorsachen oder so, ja? Sondern die Gruppen begegnen einander liebevoll und friedlich. Und mehr können wir nicht erreichen. Ja? Mehr, glaube ich, können wir nicht erreichen. Also ich selbst verlange von mir nicht, dass ich es schaffe, dass ich den Nachbarn dazu bringe, dass er sich Gedanken macht darüber, dass er ja auf Kosten der Menschen in der dritten Welt lebt, sondern ich beschränke mich darauf, dass ich versuche, dem Nachbarn zu erklären, Leute,
Wenn du in der Marktwirtschaft weitermachst, dann wirst du sterben, ohne jemals auch nur einen Tag wirklich gelebt zu haben. Und damit gebe ich weiter und wir suchen ja wie immer das Ende. Ja, danke, Dylan. Ja, wir sind 4 Minuten vor 10. 10 Uhr ist ja immer eine gute Zeit, auch um zum Ende dann zu kommen. Ja, also vieles von dem, was du angesprochen hast, ich glaube, da kann, also wenn jetzt, stellen wir uns doch mal vor, die Menschen wären so frei, dass sie einfach nach dem Vernünftigsten gehen können, dann kann es tatsächlich ja auch so sein, dass ein Fall von, ich sag mal, psychopathischem Querschlägermenschen so klar ist, dass man da wirklich diesen Menschen eliminieren muss. Also stell dir vor, da ist einer, der ist so durchgeknallt, dass der alles nur immer um sich herum greift, was er an Messern oder Waffen oder so finden kann, um gleich wieder die nächsten abzustechen oder zu ermorden. Und wird auch nichts helfen, ihn wegzuschicken oder sonst wie, kommt wieder oder halt jeden, den er trifft, wird erstmal ermordet. Ja, der Professor Volker Sommer, der eine Fall, den er schildert, da hat dieser junge Mann hat immer Kinder und Frauen angegriffen, dann haben sich ein paar Frauen zusammengetan und ihn halt getötet. Konnten halt wahrscheinlich auch nicht anders. Genau. Und recht hast du, dass wenn Menschen da in der Vernunft sehen, das ist jetzt eine Ausnahme, eine ausreichend begründete Ausnahme, auch bei allem Pazifismus, auch Pazifismus in der Linie von Gandhi, wie ich mich ja verstehe. Und du hast recht, dann kann man immer noch sagen, das macht man jetzt auf die humanste aller denkbaren Weisen, palliativ und mit diesem Einschlafvorgehen, diese Einschlafmethode. Ja. Das geht alles. Also wie weit wir kommen können. Also außer den Bonobos gibt es schon spannende Naturvölker noch. Also die am weitesten, also ich empfehle zum Beispiel von Harold Barclay Anthropologie der Anarchie so ein Buch. Also die Buschmenschen da in Afrika, die Pygmäen, sind faszinierend weit in dieser Kulturentwicklung. Es gibt andere Völker, ja, wo Leute sich auch für engagiert haben zum Teil, also die Penan beispielsweise. Ja. Und ich glaube, stellen wir uns vor, wir könnten uns von allem anderen freischütteln, nur danach gehen, was vernünftig ist. Also was hätten wir für eine grenzenlose, kreative, fantastische Entwicklung, die wir dann durchgehen könnten? Und wo wäre die Grenze, dass wir uns nicht immer weiterentwickeln könnten, dann auch zu höchsten Höhen? Ja, ist natürlich die Frage, ob das geht, ne? Wie gesagt, ich mache mich da ja schon in meinem Leben so zum kleinen Versuchskaninchen, um einfach mal zu versuchen, wohin kommt man. Und an euch, liebe Zuschauer, kommt dazu, macht mit, nicht indem ihr unsere Einzelheiten irgendwie kopiert, ihr müsst nicht werden wie Dylan, ihr müsst nicht werden wie ich, also was da irgendwelche Einzelheiten angeht. Aber dass wir im Zusammenhang auf die Situation schauen und die Lösungswege mit den geeigneten Argumenten herausfinden. Wenn wir alternativ sein wollen, was spricht dagegen, die Splitterperspektiven zu verlassen für die Gesamtperspektive und für das Ausloten des Rettungsweges, der uns da auch gemeinsam und im Ganzen retten könnte, bestmöglich retten könnte. Ich denke, das kann ein erster Schritt sein, oder die Einladung jedenfalls ist sinnvoll an euch alle. Kommt raus aus den Splitterperspektiven, schaut mit auf die Gesamtperspektive und kommt bei uns dazu oder sagt uns, wo das sonst gemacht wird oder besser gemacht wird. Aber das wissen wir. Alles klar, das sei mein Schlusswort für heute. Ja, Moment. Ja, dann beschränke ich auch meinen Schlusswert nur auf einen Gedanken noch einmal. Stellen wir uns vor, wir Menschen würden jetzt parallel zu den Bonobos, würden die auch aufhören auszurotten, würden aber sonst den Rest der Erde mit einem Netz der friedlich le nebeneinander lebenden Gruppenehen nach dem Modelle der Bonobos füllen, dann gäbe es nicht mehr, dass die erste Welt auf Kosten der dritten Welt lebt. Denn alle diese Einzelnen,
diese einzelnen Gemeinschaften, diese einzelnen Gruppenehen würden liebevoll mit ihren Nachbarn leben. Die Begegnungen wären liebevoll, wären geprägt auch von sexuellen Kontakten sozusagen. Natürlich nicht derjenigen untereinander, die voneinander wissen, dass sie untereinander verwandt sind. Da gibt es ja die biologische Verwandtschaftshemmung sozusagen. Aber wenn wir uns mal vorstellen, was es bedeuten würde, wenn wir wie die Bonobos einfach nur Gruppenehen nebeneinander leben würden, dann gäbe es einfach all diese Grausamkeit nicht mehr, sondern wir hätten wirklich dieses ganz seltene Maß an Gewalt, was bei Bonobos ganz selten mal vorkommen kann. Aber ansonsten wären wir eine pazifistische Welt und davon träume ich halt, ja? Wobei ich eben sage, wenn wir dieses Netz der friedlich nebeneinander lebenden Gruppenehen, so wie es bei den Bonobos ist, jetzt nicht gleich hinkriegen, dann können wir aber schon die ganze Welt befrieden, indem wir alle Staaten der Erde online beraten, in Englisch, ja, dass sie alle aussteigen aus der Marktwirtschaft, einsteigen in die Gemeinwohlwirtschaft und damit ganz drastisch alle Schädigungen reduzieren, die die Marktwirtschaft mit uns, mit der ganzen Welt anstellt. Und damit hätten wir aus meiner Sicht riesige Fortschritte. Und vielleicht kommt ja dann auch irgendwann das Netz der friedlichen, liebevollen Kommunen, die dann wieder so wie die Bonobos. Ja, wir müssen uns nochmal zum Schluss klar sein. Die Bonobos haben gar keine Tendenzen, dass da irgendjemand versucht, auf Kosten weit entfernter Gruppen zu leben. Nein, die leben in ihrer Gruppenehe, im Kontakt mit vielleicht drei, vier, fünf sie umgebenden Gruppenehen. Ja, und mehr leben die nicht. Und mehr brauchen die auch nicht, um rundum glücklich zu sein. Und dann ist auch nicht alles weg. Dann gibt es keinen Kolonialismus, es gibt keine Sklavenfängerei und so weiter. Es gibt das alles nicht. Ja? Also insofern, Leute, es gibt wirklich tausendmal besseres Leben als das, was ihr jetzt gerade in der Marktwirtschaft erlebt. Ja? Und das gibt es aber nur, indem ihr hier und montags herkommt und mitmacht. Ich gebe weiter, falls du noch was ganz Wichtiges hast. Na, den Hinweis noch, dass wer will, in die Tiefe und Breite, auch in schriftlicher Form, habe gerade letztens noch so einiges an Spam rausgeschmissen da aus dem Freie Argumente Forum. Ja, kommt, Ich habe es freie-argumente-kultur.de. noch mal aufgerufen für die Zuschauer. Na toll, super. Und wo ich zwischendurch als Literatur von Harold Barclay das Buch Anthropologie der Anarchie empfohlen habe. Also natürlich ist das mit Abstand bisher beste Buch, was ich kenne für die Grundlagenwissenschaft. Das Buch, was meine Frau Anke Rochelt da als Abschluss ihres Studiums verfasst hat und was später von einem Wissenschaftsverlag so auch als internationales Fachbuch im Bereich Humanwissenschaften rausgebracht wurde. Das heißt Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit beziehungsweise globale Verantwortung. Und das könnt ihr kostenlos downloaden auf der Projektwebsite hier www.lilitopia.de unter Veröffentlichungen. Alles klar, seid alle umarmt durchs Internet oder Telefon und ja, Ja, kommt am alle ins Montag Leben. um 19 Uhr geht's weiter mit den Genau. Wandelgesprächen. Auch Genau. in diesem Geiste der freien Argumentekultur geht's weiter. Und Öffi, du denkst darüber nach, ob du nicht, wie gesagt, wie ich es ja gesagt habe, wie heißt es nochmal so schön, den zu einladen solltest mit Anke zusammen zum Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Erde und die Menschheit. Ja, ist eine gute Idee. Alles klar, gell? Bis dann. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.